große Abschied von Star Wars. Ja, ich verabschiede jetzt mein Star Wars. Meine Legende. 1977. Star Wars. Aber ich war erst 1979 im Kino, Europa-Kino, in der Stadt Essen und habe dann plötzlich dieses Schwert aufblitzen sehen. Aber nur in dem Moment, wo ein sogenannter Darth Vader mit Obi-Wan Kenobi gekämpft hat. Vorher habe ich natürlich dieses selbe Schwert gesehen, wie Luke Skywalker damit umgegangen ist, in Blau. Dann wurde ihm erklärt, dass sein Vater, ein Großer und so weiter, hat Obi-Wan Kenobi ihn dann in dieser letzten Hoffnung, oh, helf mir Obi-Wan Kenobi, helf mir Obi-Wan Kenobi, ha? Leia. So, Luke verliebte sich in Leia, bis er dann merkte, ups, ist ja meine Schwester. Tja, so richtig hat man es nicht erfahren, dass am Ende dieser ersten Trilogie 4, 5 und 6 in THX und dann auch noch mit Century Fox so richtig, oh, ja, hat man dann alles nicht so richtig verstanden. Hat jetzt Anakin, ja, stopp, stopp, Darth Vader, zu dem Zeitpunkt immer noch schön Darth Vader, ja. So hat Darth Vader gewusst, dass er noch eine Tochter hat, etc. So richtig hat man es nämlich nicht gesehen. Ich spreche jetzt 1979, meine lieben Freunde, denn wir leben in einer Zeit, wo ihr sehr kalt geworden seid. Wir leben in einer Zeit, wo jeder jeden hier verarscht. Ist halt so. Der eine ist so eingefleischt. Ja, der ist schon regelrechter Star Wars Faschist. Ja, du darfst dieses nicht, jenes nicht. Ja, boah. Ja? Wehe, du erdreistest dir eines Fehlers. Meine lieben Freunde, bei Star Wars kann man nur Fehler machen. Weil bei Star Wars läuft jetzt Mainstream im Jahre 2009. In dem Moment, wo Galaxy Edge das Resort eröffnet worden ist, ist es 100% Merch. Nur noch kaufen, machen, kaufen, kaufen. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ja, ihr wisst, dass ich dauernd im Einsatz bin und ich mir das hier anhören muss, aber ich reagiere gleich drauf und unterbreche dann sicherlich auch. Es ist halt so, ja, ich unterstehe keinem Merch. Mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht, mein Star Wars 42 Jahre erlebt zu haben. Es hat mir so ab 2018, wo dieser Krieg ausbrach, da mit diesen ganzen Flops, mit Solo, der Film, vor allen Dingen E8 am Ende 2017. Ich habe mir das jetzt wirklich noch einmal über Pfingsten etc. mir angesehen. Ich gucke mir auch den Rest jetzt noch an. Ja, ich werde gleich hier... Ich liebe die Elektronik mittlerweile, aber mittlerweile ist alles nur noch Merch, Merch, Merch. Ich unterbreche jetzt und komme gleich wieder. Wartet eben ein paar Sekunden. Ich habe wirklich was zu sagen über Star Wars. Nicht nur, weil ich 30 Jahre im Bereich Star Wars involviert war. Da kriege ich ja auch einen drauf. Ich kriege sowieso immer einen drauf, aber ich habe was zu sagen. Meine lieben Freunde, ich habe wirklich was zu sagen. Wartet eben diese Unterbrechung, weil die Arbeit geht vor, wie das hier. Da komme ich auch gleich drauf. Also dieser Wahnsinns-Merch. Also ich bin da nicht bereit, irgendwie 1 Euro mehr für auszugeben. Für Star Wars Galaxy Edge. Später Anakin Skywalker. Da komme ich jetzt. Bin wieder da. Nicht lange, weil ich werde dauernd unterbrochen. So, das war Luke Skywalker. Auch dieses wird jetzt bei 9, bei 8, bei 7 wurde es verwendet. Dieses Schwert schwingt doch so richtig die Rage. Ja? Ihr seht, es ist da wohl so eine Art für uns Erwachsene totaler Blödsinn, aber egal. Ich muss einfach heute mal so kriminell sprechen, weil ich die Schnauze so fast von voll habe
mit diesem ewigen Star Wars Faschismus. Das darfst du nicht, dies darfst du nicht. Ja, ich, oder vor allen Dingen die Strange-Typen. Ja, ich bin verfleilt, ich bin verfleilt, alles ist geradlinig, alles ist richtig. Also Star Wars ist irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder gewachsen. Irgendwie läuft das Boot Star Wars irgendwie in einem Wellengang, den man nicht mehr nachvollziehen kann. Ich spreche heute halt mal als Normalmensch, der sich normal mit den Menschen unterhält, wenn überhaupt, denn das Analoge stirbt ja. Ja? So wer, also früher, also in den 70ern. In den 70ern saß man im Kino. Man sah Krieg der Sterne. Man kam aus dem Kino, musste erstmal jemanden suchen, der auch im Kino war. Und durch Zufall vorm Kino getroffen hat. Ey, warst du auch drin? Yo! Das war 1979. So, und dann kam man, ey, ich kenn, ne? So, bist du, wenn man Glück hat, bist du 25 Personen, die mochten halt Krieg der Sterne. So, irgendeiner ist dann zu irgendeiner Tankstelle gerast, hat 50 Mark bezahlt und hat eine Raubkopie mitgebracht unter VHS. So war das ab 1979. So, dann hat man eine total schlechte Kopie sich angesehen. Ja? Man saß da mit fast 25 Jugendlichen da, ab 8 Jahre bis 25 Jahre saß man da auf so einem kleinen Fernseher, wenn man Pech hatte, sogar noch in Schwarz-Weiß und die grottenschlechteste Kopie aller Zeiten. Hauptsache, man hatte es in der Hand und Hauptsache, man hat darüber gesprochen. So sah das aus in der Welt der Analogie. Ja, da musste man nämlich zu jemandem hingehen, anstellen. Wenn der da war, hast du dich gefreut. Wenn er nicht da war, warst du sauer. So, sah das aus. So, es muss ja mal Tachlis geredet werden im Jahr 2019. Ja? Ihr wisst alles besser, ihr könnt alles besser. Ihr schreibt was von Umwelt und was weiß ich nicht alles. Ihr wisst alles von Star Wars, ihr kennt jeden Einzelnen. Und am Ende kennt ihr nichts. So, ich verschwinde jetzt noch einmal, weil die Arbeit ruft heute wirklich. Aber ich will dieses Video machen, weil dieses Video pressiert mich doch, um darüber zu sprechen, dass mit dem Star Wars Galaxy Edge, wer sich das wirklich anschaut und wer wirklich hinfliegt und wer wirklich reingeht für sündhaft teures Geld, sollte wirklich dieses Geld überhaben. Ja? Und er sollte kein normaler analoger Mensch sein. Denn ein analoger, normaler Mensch, der für sein Geld hart arbeiten muss, sehr hart arbeiten muss, wird sowas von enttäuscht sein, dass auch er sagt, wow, Star Wars ist nicht mehr mein Star Wars, was mal war. So sieht's aus. Ich gehe eben zu meiner Arbeitsstelle, sonst hört das hier nicht auf. Von Star Wars weiß, dass er hier es war. Darth Vader, er war es. Und wenn er merkt, braucht er gar nicht den Knopf drücken hier, damit er röchelt. Wer diese Maske trägt, wer Darth Vader ist, weiß ganz genau, was das für eine Maloche ist. Für alle Cosplayer, die Darth Vader mögen, gemocht haben, willkommen bei Darth Vader, absolut letzte Jedi 8. Bei Es war einmal Krieg der Sterne, es war mal das Rote, es war mal das Blaue, es war Obi-Wan Kenobi, es war Anakin Skywalker. So, jetzt komme ich hoffentlich zum Schluss, meine lieben Freunde. Ich habe leider sehr, sehr viel heute wieder zu tun gehabt. An sich war was anderes angesagt. Es gibt da noch ein Video, das aber in einer anderen Sequenz spielt, weil doch vieles aufgefallen ist, was abgeht. So, wir haben jetzt das Jahr 2019 und die Analogie stirbt. Das heißt, man ist nicht mehr bei jemandem, man stellt auch nicht mehr an.
Man trinkt dort auch keinen Kakao, Kaffee, Tee, Gebäck etc. Es schellt auch keiner mehr. Hallo Klaus, wie geht es dir mal? Ich will gerade einen Kuchen backen. Mir fehlt, hast du mal über oder so. Das gibt's alles nicht mehr. Kein Anschellen mehr, keine Analogie mehr, keine Freundschaften mehr so. Heute hat man 5000 Freunde bei Facebook oder Follows bei Instagram. Leute, die Welt hat sich ein bisschen verändert. Nee, eben nicht. Die Welt ist geblieben, so wie die Geschichte von Darth Vader geblieben ist. So, im Moment würde man keinen Darth Vader, sondern einen Kylo Ren sehen und The First Order. So sieht's aus. So, in Galaxy Edge in California sieht man Kylo Ren, man sieht Rey und man sieht The First Order. Ich meine, die da angestellt sind und das so machen, es gibt auch sehr, sehr witzige Situationen dort, wenn kleine Kinder da plötzlich, ach herrlich, und mitmachen und so richtig, ach herrlich. Auf eine Art macht es ja richtig Spaß, Star Wars irgendwie zu philosophieren, zu reden, zu sprechen, von der laufenden Kamera zu stehen. Ich will euch ja nichts verkaufen. Ja, ich sage auch nicht, bitte verfolgt mich, oder ich sage auch nicht, die Glocke klingelt da. Oder ich habe das nie gemacht und werde es auch nie machen. Deswegen verabschiede ich mich auch. Ja, ich habe ja genug elektronisch zu tun. Und ich lese das ja hier, was los ist. So, also wie gesagt, wir verabschieden uns von Star Wars. Wir verabschieden uns von Krieg der Sterne, wir verabschieden uns da, oder haben uns ja schon lange verabschiedet, vom THX und von 20th Century Fox. Wenn wir ja Glück haben, wird E9, also der Aufstieg von Skywalker, egal welchen Skywalker die auch meinen, Leia, Luke, Anakin, alle Skywalkers steigen auf, ja, verschwinden. Lassen wir uns überraschen, sind noch 6 Monate und dann ist das Thema vom Tisch. Das Thema ist dann vom Tisch, das ist dann vorbei und ja, ich verweise demnächst auf andere Videos. Ich überlege mir, ob ich das Ganze ja auch entferne und mich von Star Wars absolut trenne und was anderes mache. Ich habe ja, wie gesagt, hier einen Kollegen nebenan, der hat einen Eisenbahn oder ein Märklin-Fachgeschäft, auch Revell und all solche Sachen. Ist halt auch ein elektronisches Spielwaren-Fachgeschäft. Er hatte natürlich zeitweise auch Star Wars, aber hat gemerkt, dass da kein Umsatz mit gemacht werden kann, also hat er es sein lassen. Ich wollte nie Umsatz damit machen. Das ist so eine Art Anlaufstelle für Fans, eine Anlaufstelle für Filmfreunde und solche Sachen. So. Da ich aber gesehen habe, dass man mit Playmobil, also Playmobil hat doch einige Filmsachen wie Ghostbusters zum Beispiel, macht natürlich mehr Sinn, darüber irgendwie zu philosophieren. So, ich werde mich jetzt auch nicht hinsetzen und einen auf Herr der Steine machen, um euch da irgendwie zu animieren. Es geht bei YouTube meistens darum, animieren, damit ihr kauft. So. Zweitens geht es darum, sehr viele Klicks zu bekommen und Geld zu machen. Einige verdienen mit so einem Video 2000 Euro. So, ich will auch kein Geld damit verdienen. Was ich suche oder gesucht habe, waren sich Freundschaften etc. und habe leider Feindschaften kennengelernt, weil die Faschisten gekommen sind. Es gibt einen sogenannten Star Wars Faschismus. Ich bin 501, wo bist du denn? Ey? Ja, zum Beispiel. So, Gott sei Dank habe ich sehr viele Amerikaner und die sind ja Gott sei Dank in Ordnung. Nur ich kann leider nicht dahin und mich dahinsetzen, analog in den Garten die Sachen schauen. An sich ist Galaxy Edge mit seinem Batu schön gebaut, ist ja auch alles in Ordnung, alles Beton, alles Eisen, alles voller Elektronik. Sehr viel macht das Spaß und so weiter. Es sind auch ein paar elektronische Sachen da, da kann man zum Beispiel sehen, wie die ATs auf einen zukommen. Viel Attraktionen ist da nämlich nicht. Diese sogenannten Attraktionen sind natürlich in Disney selbst in den Resorts schon drin. Ja, Achterbahn und das alles. So, da ist halt reiner Merch. Das heißt, du sollst kaufen, du sollst dir so ein Schwert bauen. Bestimmt nicht von der Firma Hasbro, sondern so ein Schwert in dieser Hall. Ja, da baust du dir, wie gesagt, alles zusammen. Du schraubst hier
aus Metall zum Beispiel. Die sind auch ein Stück größer, sind auch etwas dicker das Ganze. Auch hier oben ist alles Metall. Dann wird, wie gesagt, diese Leuchtstoffröhre angebunden in so einem Case. Und dann wird da, oh, die macht es mit euch Blue. Und dann geht man da hin und dann drückt man da drauf und dann holt man das da raus und alle. Ne? Einige haben sich wirklich wunderbare Schwerter da zurechtgebaut. Ich meine, Luke Skywalker, soll man auch nicht vergessen hier. Ne? Oh, haben wir zusammengebaut. Oh, ne? Kommt dann richtig gut rüber. Tja, was möchte ich mit diesem Video heute mal erklären? Ich möchte mit diesem Video heute mal erklären, dass man auch vernünftig miteinander umgehen kann. Man kann auch mit Vernunft Krieg der Sterne erleben. Dieses Rumgepiepel da, was ich die ganze Zeit hatte, ist nämlich, ich habe nämlich das ganze Material jemandem gegeben, der unbedingt an diesem Wochenende, wo ich jetzt hier drehe, wo ich hier am Arbeiten bin, weil an sich war was angesetzt am, es waren sich 15., 16. Dreharbeiten angesetzt, aber der junge Mann schwirrt irgendwo in Frankfurt rum. Ja, in Ordnung, vielleicht kommt er dann ein andermal. Wen ich dann meine, werde ich dann sagen in About Me. Also wir haben ja verschiedene Sequences hier, About Me. Die letzten, die hier waren, war ja, wisst ihr ja, und so weiter, Dr. Dead, ja, der Zahnarzt, der euch die Angst vom Zahn nehmen möchte. Ich bin dein Zahnarzt, ne? Hat er ja gesagt. Und fand ich auch super toll. Und dann Prashant, der indisch-deutsch-deutsch-indische Schauspieler. Und mit Begleitung kamen alle frisch vom Sonnenklar TV. So, ich habe jetzt genug Werbung gemacht. Ich will einfach Vernunft haben, oder ich wünsche mir Vernunft. Ich wünsche mir vernünftige Zuschauer. Ich wünsche halt vernünftige Analogisten, also die analog rüberkommen, mit einem sprechen. So, ich möchte nicht diese Star Wars Faschisten, die ich bin 501, aber was bist du denn, ne? Die halt 1A alles haben müssen, ja. Du musst also 1A alles haben und ja, da gehöre ich aber leider nicht hin, weil ich erstens viel zu alt bin und viel zu vernünftig und auch gar kein Interesse habe, mich mit Faschisten jeglicher Art zu befassen, auch nicht mit Star Wars Faschisten aus dem Bereich 501, denn was Besseres wie du. So, wie gesagt, ich habe mir an dem Tag, wo Star Wars Edge Galaxy eröffnet wurde und an dem Tag, wo dieser Teaser rausgekommen ist, mit Rey, die da ihren Looping da macht oder keine Ahnung, wie ich das jetzt bezeichnen soll, was sie da treibt da, kann auch nur ein Traum gewesen sein, keine Ahnung. Ich meine, ich weiß, ich habe jetzt lang genug gelesen, ich habe jetzt lang genug übersetzt, ich weiß, dass 3GPO nicht wiederkommt, ich weiß, dass in Amerika schon gehandelt wird, wer überhaupt am Leben bleibt. Kylo könnte 5% Überlebenschancen haben, Rey kann fast 100% Überlebenschancen haben, Poe Dameron könnte auch fast, jetzt kommt es gleich, auch 100% Überlebenschancen haben, jetzt kommt's. Finn hingegen könnte nur 50% zu 50% Überlebenschancen haben. So, die anderen lässt man erstmal weg, weil die ja eh realistisch verstorben sind. Jedenfalls hat jeder gesagt, dass Chewbacca, Chewie, nicht sterben darf, sonst explodiert es aus. Weil ich glaube, an diese Filmfigur darf man überhaupt nicht heranbekommen. Also darf man gar nicht ran. Aber, ne? Ich hatte hier jemanden, so einen Künstler, ne? Der diesen Chewbacca, Chewie da, ja, und jeder sagt, ey, das sieht ja richtig cool aus. Ne? Es sieht auch richtig cool aus, eine tolle Geschichte. Und den habe ich noch gar nicht an die Wand geklebt. Wird Zeit, dass er da oben an die Wand kommt. Ne? Wie gesagt, ich bin viel zu vernünftig, um sowas mitzumachen, was ihr da jeden Tag zelebriert. Ich mag keinen Faschismus, egal welchen. Ich mag auch keinen Star Wars Faschismus. Mittlerweile weiß ich ja, dass da einige Kadetten sind, die da zuschauen. So, die da zuschauen und nur dummes Zeug von sich geben. Die sich sogar extra anmelden, damit sie dummes Zeug schreiben können. Die gibt es nun mal. Ja? Das sind halt Faschisten. Das sind halt, oder dumm und dümmer, kann auch sein. So, wir haben eine ganz schlimme Obrigkeit mittlerweile. Überall sitzen. Ja?
Und dieses merkwürdig Deutschland ist merkwürdig Deutschland, weil da überall Faschismus ausgebrochen ist. Der eine ist ein Rechtschreibfaschist, der eine ist ein Sprachfaschist, ja, der andere ist ein Lesefaschist. So, ja, der andere ist ein Grammatikfaschist. Ja. Die wollen alles, dass du 100% Duden sprichst. Ja, dass du klar, sachlich, sauber sprichst. Meine lieben Freunde, weder Star Wars ist richtig, weder alles andere, was ich gerade genannt habe, ist richtig. Was viel, viel wichtiger ist, ist die Menschlichkeit. Ja, sei endlich wieder Mensch. Ja, versuch mal endlich wieder analog zu werden. Wenn schon unser Präser, unser Präsident, SPD, Wahnsinnstyp, sagt, er vermisst halt, dass einer anstellt und sagt, hör mal, hast du mal nicht. Was denn? Milch, ich will einen Kuchen backen oder Mehl, ein Ei oder so. Er vermisst die Analogie, er vermisst die Familie, er vermisst den Zusammenhalt. Natürlich hat er recht, meine lieben Freunde, nicht nur Star Wars geht zu Ende. Und was Neues kommt, weil Star Wars so geht nicht zu Ende, Star Wars wird neu, nein, Star Wars verändert sich auch nicht, sondern es geht halt weiter mit universalen Geschichten. Im Universum kann halt viel passieren. So, was zum Schluss möchte ich ja, weil jetzt ist ja Ruhe, weil ich gesagt habe, irgendwann muss ja mal Schluss sein, ich werde gleich analog dahin gehen, um da, ja, und das da zu bereinigen, ja, was ich hier die ganze Zeit elektronisch bekommen habe. So, wir leben in einer Welt der Elektronik, wir leben in einer Art von Star Wars, ja, Krieg der Sterne, wer Google gegoogelt hat, ihr wisst, Irak, Tanker, Deutsch, etc., bum bum. Ja, also auf irgendeine Art ist alles irgendwie, keine Ahnung. So, mich interessiert das persönlich jetzt alles nicht mehr, weil für mich ist meine Welt wichtig. Ich habe euch viel aus meiner Welt zugänglich gemacht. Ich hatte auch viele Einladungen hier, so pro Jahr, also 12 Personen in den 10 Jahren, wo ich das hier so mache. Mir nichts dabei gedacht habe, habe ich so 12 Personen gehabt. Ja, dieses Jahr war halt Dr. Dead da und Prashant mit seiner Begleitung. Und das war es erstmal, sonst hätte ich sogar dieses Wochenende jemanden gehabt. Dann hätte ich natürlich keinen Star Wars, sondern hätte richtig arbeiten müssen. Und da ich jetzt nicht richtig arbeiten musste, sondern noch andere Sachen machen musste, habe ich gesagt, komm, wenn die Kamera schon an ist, mache ich das. Ja, also wenn ich schon richtig arbeiten muss, dann kann ich auch zwischendurch vor die laufende Kamera treten und arbeiten. Natürlich könnte ich das auch live machen, aber meine lieben Freunde, live habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wie gesagt, ich habe reichlich viele Videoclips jetzt gemacht, die ich bearbeiten musste. Und ich habe auch einen Videoclip, was mich sehr traurig gemacht hat, weil irgendeiner steht da kurz vor Selbstmord und ich weiß nicht, wie ich den retten soll. Der will sich unbedingt töten und ich finde das gar nicht lustig, aber ich kann ihm nicht helfen. Ich meine, wenn er sich töten will, soll er es machen, soll er runterspringen, soll mir vorher Bescheid sagen, vielleicht komme ich ja dann mit der Kamera, damit ihr auch eine Befriedigung habt, wenn er versteht. Das ist jetzt ganz böse zum Schluss. Das ist sowas ähnlich wie Darth Vader, also Sith Lord, ja, versteht ihr? Weil wir sind in der hellen Welt und wir sind in der dunklen Welt. Aber das Video will ich euch angucken, das heißt, gestorben am 19.06.2019. Schaut es euch mal an. Ich habe es noch nicht hochgeladen, weil ich dieses jetzt erstmal hochgeladen habe. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal, also ich versuche ja immer, dass ihr euch ein bisschen aufregt, ist klar, durch dieses Aufregen kommt ihr aber auch dahinter, was ich meine. Ja, gut. Also, gestorben 19.06.2019, das ist kein schönes Video, das ist aber ein ernstzunehmendes Video. Und ich hoffe, einige verstehen dieses auch, wenn es hochgefahren wurde. Aber bis dahin müsst ihr noch warten. Jetzt war dieses hier, Krieg der Sterne, Star Wars 1979. 2019, Galaxy Edge, das größte Merch aller Zeiten, kaufen, 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 da kommt man gar nicht mehr raus. Also ich stelle fest, wenn ich dort gewesen wäre,
hätte ich alles gekauft, ist klar, ich hätte es euch auch gerne hier dann gezeigt etc. Aber ich bin davon abgegangen, weil ich habe gerade genug gesehen, was ich im Jahre 2018 für diese Idee hier ausgegeben habe. Das ist so ein Stoß, das jetzt berechnet werden muss. Also im Jahre 2018 wurde hier so viel ausgegeben für die ganzen Shows, ja, ne, die hier geplant waren und die Gäste, die hier waren. Im Jahre 2018 waren ja einige Gäste hier. Da haben wir ja einige Sachen gemacht. Resultat aus Ende 2017, E8, das war ja kolossal, und Han Solo, das war ja grottenschlecht und so weiter und so fort. Und dadurch ergab es sich, ja. Und da musste man natürlich sehr viel ausgeben. Die Firma Amazon hat sich natürlich gefreut, dass man so viel Geld ausgegeben hat. Ne? Zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Ja. Man hat ja über Amazon das bestellt, weil man bei Disney nicht rankam. Kylo Ren zum Beispiel. Und ich wette mit euch, dass ihr bald Kylo Ren kaufen könnt mit der zerdepperten Maske. Da wette ich mit euch. Weil jetzt Merch losgeht, ihr sollt kaufen, kaufen, kaufen. Mir ist auch aufgefallen, da komme ich zum Schluss, dass es an sich doch nur um Geld geht bei euch. Ihr habt ja mit Star Wars gar nichts anderes zu tun. Für euch ist Star Wars so eine reine Geldmaschine. Kauft den Helm, der ist gerade billig. Kauft das Schwert, ist doch gerade billig. Ne? Kauft die Klamotten, ist doch gerade billig. So, ich habe wie gesagt so viele Videos gesehen. Star Wars T-Shirt $25, ne? Star Wars Sweatshirt $49, Star Wars Helm $500. $500 für so einen Helm. Hallo? Rechne mal bitte aus. Ich meine, wenn da Geld überhaupt ist, okay. Bin jetzt hier nicht neidisch. Ich weiß, was ihr sprecht. Ich weiß, was ihr da drunter schreibt, und ich weiß, dass sich einige extra anmelden, um hier Pamphlete drunter zu schreiben, unter jedem Video etc. pp. Ich habe Gott sei Dank in der Welt der Analogie noch ordentliche Menschen. Ich habe da natürlich auch einige Payasköpfe, mit denen muss ich noch Tachles reden. Spätestens am 21.06. rede ich da Tachles, weil es geht so langsam auf Juli zu und das große Sommerloch. Und da muss man so manchen mit der Pompe, wenn es sein muss, mit so einem Laserschwert oder mit so einer echten Knarre vor einem stehen und sagen, Junge, halt die Fresse, sonst mach ich ein Loch in die Birne. Weil manche brauchen zwei Löcher zum Abheften. Ist halt so. Ich mag keinen Faschismus. Ich flippe da irgendwie aus. Ich bin ein sehr friedlicher Typ. Sehr, sehr friedlicher Typ. Aber bei Faschismus habe ich die Schnauze voll, ja? Ist halt so. Und zum Schluss sage ich euch eines, wer den Deutschen nicht mag, soll aus Deutschland gehen. Tschüss. Und wer Krieg der Sterne, Star Wars nicht mag, soll einfach die Klappe halten. Gut ist. Soll nach Marvel und nach DC gehen, ja? Und soll da machen, was er will, ja? In Marvel steht momentan bei 2,3 Milliarden. Avatar, Disney steht immer noch bei 2,7 Milliarden. So, nur für die Insider. Ja, DC, von DC hört man so gut wie gar nichts. Keine Ahnung, wo die stehen. Die Zahlen habe ich nicht. Und wenn wir Glück haben, bei 1,5 Milliarden. Keine Ahnung. Ich weiß nur, das Han Solo bei 380 Millionen. Ist ein bisschen wenig, ne? Ist klar. Okay, meine lieben Freunde, das war's aus der Projekt Star Wars Oldies A bis Z Generation. Das war was an Darth Vader Generation, also die alte Generation, die echt noch vernünftig ist, und an die ist es an sich gerichtet. So, wer dieses Video nicht verstanden haben will, der will es nicht verstehen. Punkt für ja. Und die Person, die ich meine, 21.06.2019 unterhalten wir uns, der weiß auch Bescheid. Jetzt erst recht.